Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem 1000 Abonnenten Special auf Kamel Kreuzband. Ich bin Jamal Murinski und habe lange überlegt, wie ich dir ein schönes 1000 Abonnenten Special geben kann. Ich hatte schon ein Video dazu gemacht, wie man einen Bierkasten mit Kreuzbandriss die Treppe hochbekommt. Das Video verlinke ich dir einmal hier, weil es damals schon für mich ein feierlicher Anlass gewesen ist, dass wir gemeinsam die 1000 Abonnenten erreicht haben. Und ich dachte mir diesmal, wir machen es einfach so. Ich zeige dir ein Patientenbeispiel aus meinem Alltag, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie ich arbeite. Und zwar war es ein Patient, der Knieschmerzen hatte auf der Innenseite. Und wie das Ganze von A bis Z ausgesehen hat, das zeige ich dir jetzt. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich das jetzt sehr gerne zu tun, damit du im Verlauf deiner Reha immer auf dem aktuellsten Stand bleibst. Und zwar war das Ganze so gewesen, dass ich dem Patienten einfach für einen anderen Test eigentlich, und zwar für Stabilitätsgründe, auf ein Bein habe stellen lassen. Und dabei haben wir schon gesehen, dass das Knie relativ viel in Bewegung gewesen ist, was so erstmal nicht sein soll. Allerdings, was auffällig gewesen ist dabei, immer wenn das Knie nach innen ausgeschlagen hat, hatten wir auf der Innenseite des Knies einen Schmerz gehabt. Und dann hat die Person das Ganze noch mal ein bisschen übertrieben und meinte dann so nach dem Motto, ja, immer wenn ich das hier mache, mit dem Bein so aktiv nach innen gehe, dann kann ich es auch bewusst reproduzieren. Und das war für mich die Situation, wo ich mir dachte, wenn wir mit dem Bein quasi nach innen gehen oder das Knie nach innen geht, dann könnte das Problem gegebenenfalls auch aus der Hüfte kommen, dadurch, dass unser Oberschenkelknochen in die Innenrotation geht, beziehungsweise die Hüfte bewegt sich in Innenrotation und dafür dreht sich unser Oberschenkelknochen nach innen rein. Um das Ganze hier mal so ein bisschen am Skelett zu zeigen, das geht zwar nicht ganz so gut, weil das Ding hier festgeschraubt ist, aber es geht primär darum, dass der Oberschenkelknochen hier in Innenrotation dreht. Du siehst es hier unten am Knie, wenn wir in der Hüfte in die Innenrotation gehen, dann zeigt die Kniescheibe weiter nach vorne und eigentlich geht es noch ein bisschen weiter nach innen. Damit du ungefähr verstehst, dass wenn sich einmal der Oberschenkel bewegt, dass wir hier in der Innenrotation sind, aber der Oberschenkel kann auch starr sein und wenn sich das Becken in die Richtung bewegt, haben wir hier die gleiche Bewegung in der Hüfte, nämlich die Innenrotation. Das heißt, einerseits können wir sie von unten einleiten über den Oberschenkelknochen, andererseits können wir sie auch mit der Hüftpfanne dann einleiten. Das bedeutet, wenn wir stehen, können wir einerseits, wenn wir das Knie nach innen bringen, die Hüfte in Innenrotation bewegen. Andererseits können wir auch, wenn das Bein stehen bleibt und der Oberschenkel gerade ist, können wir auch hier, wenn wir das Becken in die Position bringen, auch in die Innenrotation kommen. Und das war offensichtlich eine Bewegung, wo wir den Knieschmerz auf der Innenseite reproduzieren konnten. Und deswegen habe ich mich dazu erstmal entschieden, mir das Ganze auf eine andere Art und Weise anzugucken. Und wie genau, das zeige ich dir jetzt. Dann habe ich die Person auf den Bauch gelegt, damit die Hüfte gerade ist. Denn der Knieschmerz kam auch im Stehen, da wo die Hüfte im Prinzip gerade ist. Und habe sie nicht im Sitzen getestet. Was ich damit meine, ist, wenn du einmal von der Seite schaust, ist meine Hüfte hier in einer geraden Position und nicht angewinkelt wie im Sitzen zum Beispiel. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dann habe ich meine Ansage so gemacht, dass die Knie hüftbreit sein sollen und dann die Sprunggelenke nach außen fallen sollen. Und was wir dann gesehen haben, war das hier, dass die eine Seite deutlich mobiler war als die andere. Und was machen wir, wenn eine Seite deutlich mobiler ist als die andere? Die meisten würden erstmal sagen, dehnen. Und ich habe mich tatsächlich hier gegen das Dehnen entschieden und das Ganze anders gemacht. Und zwar habe ich es so gemacht, dass ich das Ganze über ein Anschauungstraining gemacht habe. Und zwar habe ich ein Band genommen. Das um die Sprunggelenke gelegt. Und dann war die Ansage, Knie anwinkeln auf 90 Grad Winkel. Und dann mal nach außen spannen.
Und da war es ganz interessant. Die Person hatte mir angegeben, dass es sich komplett unterschiedlich anfühlt und auf der betroffenen Seite das Ganze primär aus dem Rücken geschieht und nicht aus den Hüftinnenrotatoren im Beckenbereich. Und was wir dann im Prinzip gemacht haben, war einfach nur das Ganze kurz halten mit einer Pause und ein paar Wiederholungen und uns darauf fokussiert, dass die Muskulatur aus dem Beckenbereich wieder arbeitet. Und nach den paar Wiederholungen haben wir dann das Ganze im Retest uns angeschaut. Und da war es im Prinzip so, dass beide Seiten gleich weit gekommen sind. Und wir im Prinzip die Bestätigung hatten, dass wir hätten nicht denen brauchen, sondern das Ganze ansteuern müssen, damit der Hüftkopf in der Hüftpfanne besser zentriert und positioniert ist. Und um das Ganze nochmal etwas genauer zu verstehen, warum jetzt genau im Prinzip die Ansteuerung es besser gemacht hat anstelle von einer Dehnung, ist im Endeffekt, du kannst dir vorstellen, dass der Hüftkopf in der Pfanne immer in einer gewissen Position zentriert ist. Das bedeutet, wenn wir einfach nur erstmal in die Innenrotation bewegen würden oder dehnen würden, dann haben wir hier keine gute Zentrierung. Wir bewegen oder hebeln einfach als Ganzes. Und da kann es sein, dass wir gegen den Pfannenrand gegebenenfalls eher schlagen, weil die Hüfte nicht gut in der Zentrierung ist. Haben wir allerdings die Muskeln, dann ist es so, dass wir die Muskeln so aktiviert haben, dass der Hüftkopf gut und zentral in der Pfanne ist. Und wenn es dann in die Innenrotation geht, dann bleibt der Hüftkopf auch gut im Zentrum da, wo er sich auch für diese Bewegung hinbewegen sollte im Gelenk und haben nicht so viel Ausweichspiel, dass wir im Endeffekt in der Bewegung oder in der Einschränkung auch limitiert sind. Und dementsprechend funktioniert das auch so rum und nicht nur, wenn wir uns im Prinzip dehnen, weil zum Beispiel ein Muskel zu kurz ist, so wie wir das meistens immer annehmen. Und damit du das nochmal auch auf einer anderen Ebene ganz gut verstehen kannst, ist, was hat das jetzt im Prinzip mit dem Schmerz zu tun und wie wirkt sich das Ganze aus? Wenn wir uns vorstellen, der Oberschenkelknochen geht nach innen oder die Hüfte dreht in Innenrotation und das sorgt für einen Schmerz, dann ist es so, dass wir erstmal schauen, wie ist es auf beiden Seiten und wenn zum Beispiel die eine Seite kann bis hierhin ohne Probleme bewegen und die andere nur bis hierhin, dann wissen wir auf jeden Fall auch, dass hier eine leichte Einschränkung passiert. Wenn wir das Ganze jetzt einmal im Prinzip nochmal umändern von oben, das heißt, ich bewege mich in die Richtung, und das ist nämlich auch die Innenrotation in der Hüfte, oder halt in die Richtung, und ich merke, dass ich auf der Seite ziemlich weit komme und auf der Seite nicht so weit, dann sehen wir, hier ist meine Kniescheibe, die zeigt gut nach vorne. Ich kann mich ganz weit hier über die Hüfte drehen, ohne dass meine Kniescheibe sich mitbewegt, beziehungsweise der Oberschenkelknochen sich mitbewegen muss und die Kniescheibe kann entspannt nach vorne zeigen. Wir haben keine Kräfte, die im Knie wirken. Wenn jetzt auf der Seite die Bewegung früher eingeschränkt ist, dann muss unser Oberschenkelknochen mitlaufen in die Richtung, weil die Hüfte im Prinzip nicht mehr über den Oberschenkelkopf läuft, sondern die Bewegung rastet zu früh ein und dreht im Prinzip den ganzen Knochen mit. Das bedeutet, wir haben unten im Knie zu früh diese Drehbewegung auf der Seite und hier kann ich mich weit drehen und hier passiert im Prinzip gar nichts. Dementsprechend überträgt sich die Kraft aus der Hüfte hier zu früh aus dem Oberschenkelknochen über das Kniegelenk in Richtung Schienbein und dementsprechend haben wir unten zu viel Bewegung, zu viele Kräfte, die da gar nichts verloren haben. Bringen wir das Ganze jetzt in Erweiterung, das heißt, wir kommen auch viel, viel weiter in die Innenrotation, dann kann unser Oberschenkelknochen auch ruhig bleiben und wir drehen im Prinzip nach innen und wir haben im Knie keine Kraft, die da reinwirkt. Und das Ganze ist im Prinzip auch nochmal hier. Man sieht es, wenn der Oberschenkel nach innen dreht, dann haben wir unten im Kniegelenk dann die Bewegung. Es sei denn, die Innenrotation in der Hüfte ist frei und
das Ganze kann sich als Ganzes mitdrehen. Das ist im Prinzip einmal die Erklärung dafür, wie so eine Einschränkung in der Hüftinnenrotation Knieschmerzen verursachen kann auf der Innenseite und wie man das Ganze differenziert und überhaupt mal betrachten kann, damit man diesen Knieschmerz auf der Innenseite los wird. Natürlich ist es nicht mal ganz so einfach, das Ganze so auszutesten und zu differenzieren, und nicht immer klappt das Ganze beim ersten Mal. Manchmal muss man auch 2, 3, 4, 5 Mal testen, verschiedene Sachen noch mit kombinieren und schauen, hat es vielleicht auch noch mit anderen Regionen zu tun, vielleicht aus dem Fuß oder vielleicht aus dem unteren Rücken, ist das ein beitragender Faktor? Und dementsprechend ist es so entscheidend, dass man auch immer untersucht und im Anschluss danach schaut, im Retest, ist es jetzt besser oder ist es so geblieben? Denn ist es so geblieben, kann man relativ stark davon ausgehen, dass es im Endeffekt nicht damit zusammenhängt. Ausnahmen bestätigen hier natürlich immer die Regel, aber im großen Prozentsatz ist es so, dass es nach der Bewegung oder nach der Mobilisierung, Ansteuerung, Dehnung, was auch immer, sollte es im Prinzip schon mal auf jeden Fall besser geworden sein, damit man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich hoffe, ich konnte dir das Ganze mal so ein bisschen auf eine andere Art und Weise erläutern und das auch verständlich machen. Wenn du dir denkst, wie sieht das Ganze aber für mich aus, dann kannst du dich gerne unten in der Infobox auf ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und danke dir vielmals dafür, dass du den Kanal abonniert hast, dass du regelmäßig dabei bist, und hoffe, dass ich dir wie immer weiterhelfen konnte. Bleib wie immer einzusagen, nimm es selbst in die Hand, dein Comeback-Kreuzband.